Das nächste, was wir jetzt machen, ist ein Bühnengespräch. Wir haben heute ein bisschen eine andere Art Programm als vielleicht die letzte AZK. Das Bühnengespräch wird stattfinden mit Erich Hambach. Er hat, glaube ich, letztes Mal warst du bei uns. Erich Hambach hat bei der 14. AZK hast du erfolgreich über die Abschaffung des Bargeldes und der Bürgerrechte geredet bei uns. Und im heutigen Interview besprechen wir mit ihm die verschwiegene Gefahr des Transhumanismus. Was ist denn das wieder, oder? Wir möchten Erich Hambach fragen heute oder von ihm wissen, was genau, welche Gefahr steckt hinter dem Transhumanismus. Keine Ahnung, was das ist. Das ist etwas Neues, das kommt. Geht es da irgendwie um einen letzten Schrei unserer Zwangssexualisierung oder geht es da um eine neue Art Krippe, die im Anzug ist? Was in aller Welt ist Transhumanismus? Das nimmt uns jetzt Wunder. Wir bauen hier auf das Gespräch für Erich Hambach und in der Zwischenzeit schauen wir uns seinen Steckbrief da oben an. Du kannst schon mal kurz winken, wir haben hier ein bisschen Zeit, bis es aufgebaut ist. Da ist Erich Hambach. Heißen wir herzlich willkommen. Und wenn uns dein Steckbrief läuft, dann bauen sie da vorne auf. Erich Hambach. Geboren 1963 in München, ist verheiratet und hat ein Kind. Seine Laufbahn: staatlich geprüfter Baubiologe, gelernter Betriebswirt, Versicherungskaufmann. Von 1984 bis 2012 Kommunikationsberater und Trainer für Finanzberater. Erich Hambach befasst sich seit etwa 30 Jahren intensiv mit Produkten der Versicherungs- und Investmentbranche, wobei er im Laufe der Zeit feststellen musste, dass das Hauptinteresse der Finanzdienstleistungsbranche nicht dem Wohl der Kunden, sondern vielmehr der Mehrung des eigenen Profits galt. So wurde er zum Querdenker, Wahrheitsforscher, Aufklärer, Friedensaktivist und Autor diverser Schriften, Artikel und Fachpublikationen. Sein Buch »Bargeld AD – Scheiden tut weh – Bargeldlos zum gechippten Kontosklaven« zählt zu seinen größten schriftstellerischen Erfolgen und ist im öffentlichen Handel erhältlich. Seit 2010 hält er Vorträge und Workshops zu Themen wie Lösungen für Menschen zum Wohle aller. Seine Schwerpunkte: Wirtschaft, Politik, Finanzen, Baubiologie, Medien und Friedensarbeit sowie Transhumanismus und künstliche Intelligenz, Quantenphysik und Quantenheilung, Quantencomputer und Zeitphänomene. Allein seit 2016 hielt er Dutzende Interviews und Beiträge, unter anderem für KlarTV, Querdenken TV, Bewusst TV, Nuoviso, Steinzeit TV, Lebenskraft TV und so weiter zu den Themen Frieden, Bargeldabschaffung, Mind Control und Drohnenkriege. Besonders liegt ihm die Friedensarbeit am Herzen als Gegenpol zu den herrschenden Prinzipien Teile und Herrsche sowie Sozialisierung von Verlusten und Privatisierung von Gewinnen. 2017 Initiator der internationalen Friedensbewegung Der Friedensweg. Finanzexperte und Wahrheitsforscher Erich Hambach geht heute auf Fragen ein zum Thema Auslaufmodell Mensch, Transhumanismus und künstliche Intelligenz wollen uns ersetzen. Bitte, Erich Hambach. Herzlich willkommen, danke, dass du wieder bei uns bist. Hallo, grüß dich. Ich übergebe dich deinem Gesprächsduo Ben und Katharina. Bitte. Ja, grüß euch zusammen, hallo, schön wieder hier zu sein. Hallo, Herr Hambach. Hallo. Hallo, Herr Hambach. Super. Ja, Herr Hambach, zuerst möchte ich eigentlich mit einem ganz herzlichen Dankeschön starten, dass Sie heute hier sind. Sie haben mir im Vorfeld gesagt, dass Sie jetzt heute Nacht eine etwas heftige Exkursion hatten und jetzt sind Sie mit dem Flixbus heute Nacht vom letzten Vortrag gestern Abend extra hierher gereist. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Applaus
Ja, von Herzen gerne. Geschlemmen habe ich nicht viel, aber ich bin voll drauf. Also schauen wir mal. Sehr schön. Ja, wir haben es gerade gehört. Letztes Jahr auf der AZK war Ihr Thema Bargeld, Abschaffung und Bürgerrechte. Dieses Mal haben wir ein bisschen ein anderes Thema, Transhumanismus, künstliche Intelligenz. Im ersten Moment kann man da jetzt keinen Zusammenhang sehen. Wie kommen Sie zu diesem Thema? Ja, mir ist irgendwann klar geworden, dass alles irgendwie ein großer Kuchen ist. Und ich habe mich natürlich von meinem Werdegang her erstmal mit dem Thema Finanzen, tiefer Staat, Wirtschaft, Politik und dergleichen sehr, sehr intensiv natürlich beschäftigt. Durfte aber erkennen, dass beispielsweise gerade das Thema Kryptowährungen, Bargeldabschaffungen, dann überhaupt der tägliche Warenwirtschaftsverkehr pro Tag rund um die Welt sind 30 Milliarden Dollar und die Finanzderivate sind 6.000 Milliarden Dollar. Also ich musste irgendwie erkennen, das hängt übrigens auch nicht mehr mit der Realität eben zusammen und habe mich dann eben interdisziplinär mit vielen weiteren Themen entsprechend beschäftigt. Man hat es ja im Eingangstrailer kurz gesehen und natürlich war dann die Verbindung zwischen Finanzsystem, Bargeld, Bargeldabschaffung, Kryptowährungen und alles, was da hinten dran steckt, der nächste logische Schritt, zu dem eben Transhumanismus, künstliche Intelligenz eben auch eng mit diesem Bereich verknüpft ist. Okay, vielen Dank. Damit wir jetzt erstmal die Begriffe klären, weil Transhumanismus, ich denke, nicht jeder weiß, was man darunter verstehen kann. Können Sie kurz erläutern, Transhumanismus, was ist das? Künstliche Intelligenz, was ist das? Ja, natürlich, das ist vielleicht ein guter Grundstein. Also zunächst möchte ich beginnen mit der künstlichen Intelligenz. Da muss man einfach unterscheiden zwischen dem Thema schwache künstliche Intelligenz und einer starken KI oder künstlichen Intelligenz. Die schwache Intelligenz, die ist im Prinzip lange schon da. Das sind eben vereinfacht ausgedrückt Computerprogramme, Algorithmen, die im Prinzip dazu dienen, den Menschen die Arbeit oder das Dasein im Alltag einfach zu erleichtern, sprich Rechenaufgaben zu übernehmen, automatisierte Prozesse, die vielleicht auch für uns ein bisschen monoton oder langweilig erscheinen, da kann das durchaus helfen. Also dort gibt es schon eine Ecke, wo es auch viele Vorteile gibt, wie eben KI den Menschen auch dienen kann. Und letzten Endes sind das alles Programmbefehle, bestehend aus diesen Bits, das ist eine 0 oder eine 1 in irgendeiner Reihenfolge, daraus ergibt sich einfach ein Programm, dann gibt es Rechenfunktionen und durchaus Geräte, die damit produziert werden, die damit arbeiten. In der Lagerlogistik ist vielleicht schon ganz sinnvoll, manchmal die Technologie dort auch einzusetzen, bevor wir Menschen uns da unnötig abrackern manchmal. In der schwachen künstlichen Intelligenz, wie gesagt, ist ein Bereich aus dem Alltag, die starke KI, die ist einfach quasi eine Methode, möchte ich fast sagen, in der Anwendung, das Verhalten von uns Menschen zu imitieren. Es ist mir ganz wichtig, hier eingangs nochmal festzuhalten, dass eine künstliche Intelligenz keine echte Empathie hat, keine Gefühle, keine Emotionen. Das ist sozusagen, wenn ich in Bildern sprechen möchte, rein Ratio. Und man kann vielleicht menschliches Verhalten imitieren und je besser man dort wird, also man trainiert ja künstliche Intelligenz eben mit Hochladen von Bildern. Es gibt zum Beispiel von dem Unternehmen Microsoft ein System, da kannst du Bilder hochladen und die sagt dann eben, was darauf zu erkennen ist. Also lädst du ein Hochhaus auf dem Foto hoch, dann sagt die KI eben, wenn sie es richtig errät, Hochhaus. Bei manch stark pigmentierten Menschen kommt aber momentan immer noch die Antwort Gorilla. Also man muss da noch mehr Informationen hineingeben, denn man trainiert eben diese KI, die im Laufe der Zeit eben immer besser. Und man hat da im Prinzip keine Moral, keine Ethik, das ist rein Effizienz zu 100%, da stört im Prinzip der Mensch dann eigentlich schon. Und das ist so eben diese andere Ecke, die mir nicht so positiv erscheint. Also man muss da unterscheiden, schwache KI oder starke KI. Und es ist da nicht alles schlecht in dieser Ecke und auch die Vorredenden, die verkehren, also wirklich großartig, was sie uns alles mitgeteilt haben. Sie haben mir da eine Menge Brücken auch gebaut zu meinen Inhalten. Gerade die KI, das hängt eben alles auch zusammen. Da möchte ich jetzt nicht nochmal ganz tief reingehen. Und von daher nochmal das zweite Thema Transhumanismus. Was ist das eigentlich? Und das Logo dieser transhumanistischen Bewegung, das ist ein Buchstabe H wie Heinrich und ein Pluszeichen. Also H für Humanity, für Menschheit, für die Menschen und plus eben der Menschheit etwas hinzuzufügen.
Und man muss einfach mal dort definieren, der Mensch, was ist das eigentlich und wo beginnt dann dieser Transhumanismus? Und wenn man die Linie ganz genau eben ziehen möchte, man sieht es hier im Hintergrund eben auch stehen, es gibt ja keinen Menschen, der jetzt von Natur aus mit einem Tattoo geboren wird oder mit einem Piercing auf die Welt kommt. Also insofern beginnt eigentlich dort, wenn man streng definiert, bereits das Hinzufügen von etwas Nichtmenschlichen. Insofern beginnt dort die Grenze zum Transhumanismus. Es ist natürlich nichts Verkehrtes aus meiner Sicht, dass Naturvölker das früher auch mit Farbe sich Runen aufgebracht haben, um bestimmte Rituale im positiven Sinne eben auch zu verstärken. Aber Tätowieren ist ja was anderes. Zum einen holt man sich Schwermetalle in den Körper, ist vielleicht auch nicht so gesund für die eigene Körperphysiologie. Und dann geht es eben weiter über die Implantate, über die vorgeburtliche Diagnostik, um dann zu entscheiden, ist es jetzt lebenswert oder nicht. Also da wird es dann auch schon langsam eben schräg. Es gibt die ganzen schönheitsoptimierenden chirurgischen Eingriffe. Also das sind im Prinzip alles Dinge, die man durchaus in diesem Transhumanismus eigentlich schon wiederfindet. Und es geht dann natürlich weiter, Schritt für Schritt. Letzten Endes ist es eigentlich fast so etwas wie eine ganz krasse Religion mit einem irren Dogma. Das möchte ich jetzt auch mal ganz kurz beschreiben. Also die transhumanistische Bewegung ist daran eben auch zu erkennen, dass die einfach das Bewusstsein oder diesen Glauben hat. Unverschämtheit vom menschlichen Körper, der stirbt ja irgendwann. Also was erlaubt sich unser Körper, einfach irgendwann zu sterben? Also der altert, der wird krank, der funktioniert nicht optimal, wir verlieren die Sehkraft. Also nach dem Motto mit Trapattoni hat es ja mal im Fußball geprägt, diesen Spruch, also was erlaube sich der Körper, irgendwann einfach die Funktion einzustellen. Und das ist eine rein technokratische Philosophie, ein rein materialistisches Weltbild, in dem man einfach davon ausgeht, der menschliche Körper ist nicht vollkommen, den müssen wir einfach verbessern. Egal um welchen Preis, und das ist dann quasi der Weg zum Cyborg, zum Maschine-Menschwesen. Also 99% der Menschheit sind sie ohnehin schon mit dem Smartphone, das ist halt jetzt noch außerhalb des Körpers, aber im Grunde ist es ein technischer Teil, der bei vielen ja zum Teil schon auch im Körper ist. Man bringt also jetzt dem nächsten Handy auf den Markt, dass man dann, ja, wenn es klingelt, das ist also im Zahn, konstruiert, hört man es dann im Ohr, man kann es mit der Zunge abheben und man hat dann die tolle digitalen Impulse und Frequenzen, hat man dann immer im Kopf, unmittelbar in der Nähe der lebensbeförderten Organe, der Zirbeldrüse und anderen Drüsen, die wir eben haben. Also das wissen wir ja aus dem vorherigen Referat, das wird eben nicht gut gehen, wenn man diese Technik so weit in den Menschen eben hineinbringt, aber das war jetzt eben auch nur ein Beispiel. Und natürlich kann man dort verstehen, dass es einen Wunsch gibt, Krankheiten zu heilen oder vielleicht gar nicht erst entstehen zu lassen. Da kann es schon auch mal helfen, aber das ist eben ein sehr dogmatisches Weltbild. Dazu kommt eben, dass auch dieser Glaubenssatz vorherrscht, das Bewusstsein entsteht aus der Materie, sprich aus unserem Gehirn. Und das sehe ich persönlich genau andersrum, also um 180 Grad anders. Alle großen Forscher und historischen Persönlichkeiten, die in diese Richtung gearbeitet und geforscht haben, haben am Ende ihres Lebens immer festgestellt und quasi zugegeben, wir müssen annehmen, dass hinter jeder Materie, hinter allen physischen Dingen ein bewusster, intelligenter, liebender Geist, ein Bewusstsein eben steht. Also es ist genau andersherum. Bewusstsein erschafft und beeinflusst Materie. Und das Dogma eben in dieser Bewegung ist komplett anders und das ist also einfach eine unfassbare Bewegung. Eigene Universitäten, zig Labors, viele geheime Projekte, Black OP, Militärbereich, da kommen wir ja vielleicht auch noch dazu. Also das ist so im Prinzip das Bild zum Thema Transhumanismus, auch KI spielt dort natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Deshalb habe ich es im Titel ja auch miteinander verbunden, aber neben dem reinen Verbessern unseres Körpers durch Technik, durch Gentechnik, also da wird es dann mit der Genschere hemmungslos herumgeschnippelt, es werden Chips implantiert, das ist ja auch so eine Forderung aus dem Silicon Valley, wir finanzieren euch locker das bedingungslose Grundeinkommen, aber dafür brauchen wir eure Daten und dafür muss eben der Chip in
das Gehirn, damit wir die Daten auch abgreifen können. Roy Kurzweil hat vor längerem schon, das ist der Entwicklungschef von Google, gesagt, wir werden in absehbarer Zeit Mikrocomputer im Körper haben. Die sind so klein, dass sie in der Blutbahn sind und auch durch die Gehirn-Blutschranke eben geht. Vielleicht ist der Zeitpunkt 2021, da deuten auch ein paar andere Fakten eben noch darauf hin. Und dann sind wir immer mit dem Internet verbunden und dafür schenkt man uns quasi das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist jetzt auch nicht nur für negativ halte, aber das Wort bedingungslos stört mich schon etwas daran. Also in diese Richtung geht es stark. Und der letzte Punkt, um die Erläuterung auch eingangs abzuschließen, die Hardcore-Transhumanisten, die sagen eben, da ist noch lange nicht Schluss, sondern es ist eben das Ziel des Mind-Uploads, also sich selbst quasi das Bewusstsein ins digitale Nirvana hochzuladen, dort Sicherungskopien von sich selber eben zu erschaffen. Und wenn man das zum Beispiel tut, dann kann man auch mit diesem digitalen Bewusstsein gegenseitig die Körper tauschen bei einem Paar und sich mal aus der anderen Perspektive erleben. Man hat da auch diese Philosophie des Heaven-Szenario, alle Wesen, egal ob Mensch, Mensch-Maschinen-Wesen oder auch Chimären und was es sonst noch alle gibt und die Cyborgs, die leben dann in einer friedlichen Koexistenz, dann gibt es keine Krankheiten mehr, keine Kriege mehr und alles ist gut. Also das ist so dieser ja, feuchte Traum, muss man fast sagen, von den Führern und Vordenkern in dieser transhumanistischen Bewegung. Und die große Gefahr ist natürlich, wenn man diesem materialistischen Weltbild anhängt und da geht wirklich enorm viel Geld hinein, ja, dann ist es vielleicht ein digitales Seelengefängnis, wenn wir unseren Geist dort hochladen und digitalisieren. Also für mich einfach eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Das bedeutet wirklich mein Bewusstsein, mein alles, was mich ausmacht, auf einem PC hochgeladen, jetzt mal ganz simpel ausgedrückt. Ja, genau. Also es gibt ja drei Filme aus Hollywood. Einer wurde ja heute schon zitiert in Time. Der nächste ist eben Ex Machina zum Beispiel. Dort wird eben in einem geheimen Labor künstliche Intelligenz erforscht. Das gibt dann Gehirnsubstrat und dort wird es eben ja, hochgeladen. Also es wird entsprechend nachgebaut. Der menschliche Körper wird nachgebaut, digitalisiert. Und der dritte Film ist eigentlich so diese Bibel, hätte ich jetzt fast gesagt, der Transhumanisten. Das ist der Film mit Johnny Depp, Transcendence, mit dem Untertitel, was ist, wenn eine neue Intelligenz geboren wurde? Und das ist einfach die Erklärung in diesem Film, was ist Transhumanismus und was ist künstliche Intelligenz. Spannend, was da alles schon mit drunter zählt unter diesem Begriff Humanismus, danke schön, genau. Wir würden noch mal kurz vor allen Dingen auf die künstliche Intelligenz eingehen. Sie haben ja schon zum Teil angesprochen, was heute alles schon möglich ist. Also zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Words, ne, was bestimmt jeder von uns schon genutzt hat, dass dann die Rechtschreibprüfung das übernimmt, wenn ich Rechtschreibfehler da integriert habe. Was ist noch alles so heute schon möglich? Richtig, also wenn wir einfach mal gucken, was es heute schon alles gibt, ganz banale Dinge im Alltag. Man kennt ja heute diese E-Book-Reader, mit denen man dann digital Bücher lesen kann. Da musst du dir eine bestimmte Software installieren, damit man einfach diese E-Books in ein lesbares PDF umwandeln kann. Und dann wird es eben über die, sagen wir mal, digitale Datenspur, ist erstens mal über uns alle dann gespeichert, wer welches Buch liest, welche Passagen, das eben dann markiert werden. Und das habe ich ja auch in meinem Bargeldbuch, nur physisch, nicht digital. Wenn das jemand lesen würde und dort die beiden Kapitel Smarte Diktatur sich dann markiert, ein paar Passagen oder gerade das, was ich da über die Geschichte des Finanzsystems zum Besten gebe, dann ist er ja sofort ein rechtsverneuerter Verschwörungstheoretiker. Wir haben im Übrigen die digitale Bürgerakte längst. Es wurde ja im Staat Utah diese große Serverfarm gebaut. Ich bin da vor 2 Jahren selber eben auf dem Weg nach Salt Lake City auch vorbeigefahren, auf Recherchearbeiten für mein Buch. Und das ist wirklich unfassbar, wie groß, wie komplex es ist. Es ist eine enorme Energie, die dort verbraucht wird. Und in Deutschland ist es beispielsweise so, wir haben ja vor einigen Jahren diese persönliche Steuer-ID bekommen, die man lebenslang jetzt eben auch hat. Und unter dieser Nummer, dieser Steuer-ID wird in Deutschland über jeden Bürger, egal ob Baby oder Kreis, eine digitale Bürgerakte geführt, ständig aktualisiert mit Bewegungsprofilen und eine Grundlage, all diese Dinge miteinander zu verknüpfen, zu analysieren, auszuwerten, wissen wir auch von Snowden und Co., ist eben KI. Das ist jetzt eine der Anwendungen. Da hat man
Platz für 15 Millionen Datensätze. In jeder Bürgerakte zurzeit sind es 1500 bis 2000 Datensätze, die über uns alle da so gespeichert sind. Dann haben wir auch das Internet der Dinge. Auch das ist jetzt nicht immer nur verkehrt, aber ich möchte eben nicht, dass eine Maschine für mich entscheidet, wann ich eine Milch kaufe oder nicht kaufe. Und das wird auch den Energiebedarf zum Thema Energiewende noch massiv steigern. Wir haben heute etwa 5 Milliarden vernetzte Geräte, also Kühlschrank, smarte Geräte und so weiter. In 2 Jahren wird sich das verzehnfachen auf 50 Milliarden Geräte. Also da werden die Datenmengen, also das wird im Quadrat hoch 10 sich entwickeln und dadurch wird der Energiebedarf enorm eben auch steigen. Wir haben im Prinzip, muss hier mal das Buch vom Professor Norbert Hering auch erwähnen, das ist ziemlich aktuell, Smartes Geld. Und dort beschreibt eben auch sehr stark, wie das eben dann zusammenhängt mit Gesichtserkennungssoftware, wer läuft wo vorbei, hat er ein Handy irgendwo eingesteckt, was ja auch eine entsprechende Seriennummer hat, eine IP-Adresse, das ist alles dann in Richtung Daten sammeln, die Datenkrake und NSA gibt ja zu, alles wird, was elektronisch hier irgendwie passiert, entsprechend gespeichert und dann eben auch ausgewertet. Also da gibt es so viele Anwendungen im Alltag, die heute schon da sind. Deshalb, kleiner Seitenschlenker, wenn wir uns das Bargeld jetzt auch noch nehmen lassen, dann ist vielleicht mit der persönlichen Freiheit im Konsum zumindest dann völlig vorbei, das sollten wir also nicht unbedingt akzeptieren. Und dann einen anderen Weg einschlagen. Und jetzt kommt eine ganz krasse aktuelle Entwicklung. Wir haben dann das sogenannte smarte Kreditsystem. Das ist in China, kann man sagen, quasi da. Das wird für die chinesische Regierung von den beiden größten Internetkonzernen dort, von Tencent und von Alibaba, im Moment aufgebaut und eben verwaltet. Und in China hängt eben der Kreditzins, den ein Verbraucher für sein Darlehen bezahlt, dann von seinem sozialen Wohlverhalten ab. Also triffst du dich mit Nicht-Parteimitgliedern in China und trinkst du vielleicht auch zu viel Alkohol oder mit wem triffst du dich sonst noch in der Freizeit, der hat schon mal im Internet die Hanfpflanze recherchiert. Also dann sinkt einfach dein Scoring-System und deine Zinsen bei der Bank steigen eben. Und dieses soziale Kreditsystem will man eben in der westlich orientierten Wertegesellschaft weltweit einführen. Das sind natürlich Basis, die ganzen Softwareprogramme, die ganzen smarten Devices und eben dann hier ganz stark die künstliche Intelligenz, wobei wir dort überwiegend noch von der schwachen künstlichen Intelligenz eben reden. Im Bereich der starken KI, die Anwendungen, die wir da haben, das sind also bereits schon autonome Waffensysteme, wobei bei der Fehlerquote, mit der die unterwegs sind, also brauchen wir überhaupt Waffen auf der Welt und wenn schon keine smarten Waffen mit künstlicher Intelligenz, haben wir auch schon viele gefordert, sowas zu verbieten, da kommen wir noch zu. Also ich könnte jetzt bis morgen früh erzählen, aber das wird mir, glaube ich, nicht genehmigt, was es alles an Anwendungen im Bereich der KI und dieser Technologie eben alles schon gibt. Und das ist jetzt nur das, wo wir jetzt aktuell bereits auf dem Stand sind der Technik. Ja. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, also da gibt es jetzt noch so eine Schwelle, die gerade im Anrollen ist. Ich möchte hier das Stichwort Quantencomputer, Mandela-Effekt, Zeitlinienmanipulation von Zeit eben auch ganz kurz erwähnen, weil das passt jetzt im Kontext ganz gut. Quantencomputer sind Computer, die gibt es etwa verfügbar seit 2008. Und seit 2008 beobachten wir verstärkt weltweit das Auftreten des sogenannten Mandela-Effektes. Der Mandela-Effekt ist benannt nach Nelson Mandela. Warum? Die meisten von uns werden sich erinnern, der ist irgendwann aus dem Gefängnis entlassen worden, wurde südafrikanischer Staatspräsident, der erste Schwarze, und ist dann eben irgendwann vor ein paar Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Und da gab es eben 2008 in den USA eine größere Party mit vielen prominenten Forschern, Wissenschaftlern und so weiter. Auch viele Schöne und Reiche waren da eben auch vor Ort. Und da kam plötzlich eine Riesendiskussion auf, nee, stimmt nicht, Mandela ist ja schon in den 80er Jahren im Gefängnis gestorben. Und da ging es natürlich los, ja wie, also komisch kann er nicht sein. Da sagte ich, doch, schau her, hier gibt es ein Buch über den Nelson eben 80 im Gefängnis gestorben, leider kam er nicht mehr frei, also sogar mit dem Grab, das man finden konnte, also eine in sich völlig schlüssige Zeitlinie
Und die andere Mehrheit in dem Fall hat sich aber erinnert, der wurde Präsident, so erinnere ich mich eben auch. Und woher kommt das? Jetzt muss man wissen, dass beginnend mit diesem Phänomen, also wenn es zwei Realitäten gibt, was durchaus sein kann, kamen eben die sogenannten Quantencomputer auf den Markt, die eben auch künstliche Intelligenz natürlich in sich tragen. Und der Unterschied zu normalen Computern ist der, dass beim normalen Computer ist das Bit eine 0 oder eine 1, eine gewisse Reihenfolge, und aus dem ergibt sich dann der Programmcode und so funktionieren die Computer, vereinfacht formuliert. Beim Quantencomputer gibt es dann nicht ein normales Bit, sondern ein sogenanntes Qubit, also Quantenbit. Und ein Quantenbit kann sowohl eine 0 sein, kann gleichzeitig eine 1 sein und kann von der Position überall gleichzeitig sein. Und das hat dann zur Folge, dass die Rechenleistung im Vergleich zu unseren anderen herkömmlichen besten Computern ist um so viel schneller, das ist für uns Menschen quasi schon unvorstellbar. Also wo die besten Regierungscomputer vor 20 Jahren, vor 15 Jahren noch Jahre zur Berechnung gebraucht haben, machen das die heute, die Quantencomputer, binnen von Minuten mittlerweile. Und jetzt muss man wissen, dass die Firma, die diese Quantencomputer herstellt, auf den Markt bringt, die heißt D-Wave, sitzt also eben auf dem amerikanischen Kontinent, an der sind so Personen, so Menschenfreunde beteiligt, wie zum Beispiel Jeff Bezos und andere Größen aus der Szene, hätte ich jetzt fast gesagt. Und die halten sich da sehr bedeckt zu diesen Beteiligungen, wenn man sich das Management Board anschaut von der Firma D-Wave, Ex-Politik, Ex-Militär, Ex-Geheimdienst, Wissenschaftler vom höchsten Rang, Goldman Sachs ist natürlich wieder dabei. Also all diese Community findet sich in Führungsetagen von der Firma D-Wave, die sich eben mit dieser Technologie beschäftigen. Und jetzt wird es völlig abgefahren, vielleicht für viele hier im Publikum. Der Technologievorstand der Firma D-Wave hatte 2013 drei Vorhersagen gemacht mit Hilfe von Quantencomputern. Und die erste, die er gemacht hat, war, dass man im Dezember 2017 in rund 40 Lichtjahren Entfernung den Planet X entdecken wird. Was hat man also im Dezember 2017 entdeckt? In einer Entfernung von 39,99 Lichtjahren, dem Planet Nibirius oder Planet X, wie ihn auch viele bezeichnen. Das hat er 2013, 4 Jahre vorher, mit Hilfe der Quantencomputer vorhergesagt. So, wenn also diese erste Vorhersage so genau eingetroffen ist, dann sollten wir uns zumindest mit Nummer 2 und 3 beschäftigen. Und jetzt wird es im Prinzip wirklich gruselig. Wobei zuerst wird es erstmal nur interessant. Er hat dann vorhergesagt, 2021 wird man mit Hilfe von Quantencomputern beweisen, dass es parallele Universen gibt. Und zwar ziemlich viele. Also ist nicht mehr so lange hin, das werden wir vielleicht alle hoffentlich noch erleben. Ich bin gespannt, was sich dort tut. Und es wird dann die dritte Vorhersage, 2028 wird KI den Planeten Erde übernehmen. Also die Maschinen und die künstliche Intelligenz werden den Planeten übernehmen. Also ich würde mir sagen, auf meiner Zeitlinie, in der Realität, die ich kreiere, wir wissen ja, dass wir Schöpferwesen sind, haben ja bereits Forscher an Universitäten, Michael Persinger und Co. mittlerweile bewiesen, können wir auch eine andere Realität kreieren. Wir müssen das so nicht zulassen, aber die Gefahr droht auf jeden Fall. Und dann sagt dieser Dr. Gordy Rose noch folgende zwei Sätze, dann bin ich mit dem Thema auch durch. Also der Technologievorstand der Firma D-Wave, der die herstellt und verkauft, sagt der Technologievorstand wörtlich, wir haben keine Ahnung, wie die Dinge funktionieren. Wir lernen eben, während wir mit diesen Computern arbeiten, lernen wir, wie die funktionieren. Und die zweite Aussage war, also kann man auf YouTube und überall finden, verifizierbar, die zweite Aussage war, dass Quantencomputer in etwa so ehrfurchteinflößend sind wie der Altar eines Alien-Gottes. Also das sind so die Sprüche, die hier einer der Köpfe dieser Firma von sich gibt. Und man ist eben so weit mit den Quantencomputern, dass sich die mittlerweile im virtuellen Raum selbst reproduzieren, virtuell, also die Rechenleistung steigt exorbitant.
und seit die Quantencomputer gibt, tritt dieser Mandela-Effekt auf mit Veränderung von Zeitlinien, mit Veränderung von der physischen Vergangenheit auf unserer 3D-Realität. Und also wie gesagt, Peter Hermann, man hat es ja kurz gesehen, bringt im Frühjahr ein Buch raus, der Mandela-Effekt, der da ganz tief hineingeht, höchst seriös belegt. Und da ist mir nicht ganz wohl bei dieser Entwicklung, und darum möchte ich eben die Menschen vor allen Dingen über das Thema Transhumanismus, KI, Quantencomputer und die verbundene Thematik eben auch aufklären. Ja. Sehr gut, danke schön. Ja. Da fragt man sich gerade, was Sie jetzt schon gesagt haben, was dann vorhergesagt wird von den Computern, warum wird sowas überhaupt entwickelt? Sind die Entwickler so naiv, dass die da keine Angst davor haben? Oder welche Gedanken gehen da durch den Kopf? Ja, also ich kann noch nicht Gedanken lesen, dann weiß ich nicht, was denen durch den Kopf geht. Aber das, was ich wahrnehme und was ich so mitkriege durch Gespräche, durch meine Recherchen, ist es eben so, da passiert es nicht alles in schlechter Absicht. Es gibt durchaus den Ansatz, eben Krankheiten zu heilen, zu verbessern. Da ist jetzt erstmal auch nichts Verwerfliches dran, aber viele kommen eben aus diesem rein materialistischen Weltbild von denjenigen, die diese Entwicklung eben treiben, die glauben eben nicht an eine Seele. Also wir sind nur ein Biocomputer, wenn der Schalter auf ausgeht, dann sind wir eben tot und dann war es das. Also die haben eben, sagen wir mal, nicht diesen Ansatz der sogenannten menschenfreundlichen Spiritualität und denken da eben auch nicht weiter. Und deshalb sind die völlig fasziniert und besessen von dieser Idee, wir müssen den menschlichen Körper verbessern, weil irgendwann stirbt er ja. Und da geben die ganze Vision, die ganze Energie eben dort hinein und denken da eben nicht wirklich weiter. Also es gibt natürlich schon auch welche, die warnen vor diesem Thema KI, also zwei bekannte KI-Kritiker. Ich glaube, ich habe auch noch einen Slide vorbereitet. Das ist eben Stephen Hawking und eben Elon Musk, der heute ja auch schon zitiert wurde. Stephen Hawking hat sehr, sehr stark davor gewarnt, hat er unter anderem gesagt, also in intelligente, autonome Waffensysteme dürfen wir es auf keinen Fall einbauen, die KI. Wir dürfen auch eine starke KI nicht mit dem Internet verbunden werden, weil sonst ist das Auslöschen der Menschheit vielleicht nur eine Frage von Minuten, Monaten oder ein paar Wochen. Dann Elon Musk hat auch eine Zeit lang vor KI gewarnt, aber er ist immer schon ein Verfechter der transhumanistischen Bewegung gewesen. Also ich hatte gedacht, na, das könnte doch einer sein, der will noch irgendwo was Gutes bewegen, auch wenn die ganze Technologie mit seinen Satelliten und 5G und was der alles treibt, nicht menschenfreundlich, das macht uns alle gesund. Aber er hat vor 6 Wochen eben ein Interview gegeben auf Englisch und hat gesagt, also völlig deprimierte Körpersprache, okay, ich habe euch gewarnt ein paar Jahre, ihr habt es nicht geschnallt da draußen in der Welt, jetzt ist Rennen durch. Also KI ist jetzt zu weit, wir werden das nicht mehr beherrschen können. Also wir müssen uns jetzt wirklich mit KI engagieren und das quasi in unseren Körper implementieren, Implantate, künstliche Intelligenz. Wir können uns jetzt nur noch arrangieren, ansonsten wird die Menschheit ziemlich schnell vom Planeten verschwinden, dann wird es unsere Spezies nicht mehr geben. Also so in diesem Kontext hat er vor 6, 7 Wochen ein Interview rausgehauen, also hat mich schon ziemlich erschreckt. Aber ihn jetzt für mich auch sozusagen als Treiber dieser Entwicklung entlarvt, weil ich kann ja nicht jahrelang davor warnen und dann quasi aufgeben. Also mit seinen Mitteln hätte er sicher was tun können, als wir ab und zu ein paar Sprüche reißen, um uns hier auch vor einer Entwicklung einfach zu warnen. Also da gibt es viele, die davor warnen, aber bisher haben die eben noch nicht so viel Gehör auch gefunden. Ja. Was natürlich jetzt vielleicht auch viele von uns hier interessiert, was hat das Ganze auch für Auswirkungen auf mein persönliches Leben, diese ganze Entwicklung? Ja, also wie ich vorher schon ganz kurz erwähnt hatte, ist es natürlich mit der persönlichen Freiheit in Bälde dann vorbei. Gesichterkennungssoftware, es gibt dann wieder das ein oder andere komische Ereignis, das ja auch Herr Wischnewski in seinen Büchern immer so treffend beschreibt und analysiert hervorragend. Und kaum passiert so ein komisches Ereignis, Stichwort Nizza oder eben etwas anderes, dann haben die Politiker am nächsten Tag nichts Besseres zu tun, als in den Nachrichten eben über mehr Sicherheit, mehr Überwachung, mehr Software, mehr Daten,
unsere Kanzlerin oder noch Kanzlerin Angela Merkel hat ja schon vor etlichen Jahren gesagt, beim Datenschutz sollte man eher an die wirtschaftliche Verwertbarkeit denken als an den Datenschutz. Also da wusste man eigentlich schon, wo der Hammer hängt. Die ehemalige EU-Kommissarin, die bei der Kommission zuständig war für die Regulation der sogenannten Chip-Industrie im Bereich der RFID, die haben gesagt, ja, die Regulierung sollte man besser der Industrie überlassen, weil die haben mehr Ahnung davon als wir. Aber es ist eh klar, dass die Lobbyisten und die Industrie die Gesetze schreibt und im Prinzip, wie Seehofer sagt, die, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Und da ist eine Menge im Alltag einfach ja schon da. Und wenn wir da jetzt eben nicht endlich in die Puschen kommen, also wenn wir nicht endlich aufstehen, wenn wir nicht endlich aufwachen und im Sinne von zum Wohle aller jetzt mal endlich irgendwas tun, fast schon egal was, Hauptsache wir tun etwas Positives, also dann ist das Rennen vielleicht jetzt wirklich irgendwann verloren, dann kommt die Technologie dazu, die wir heute schon gehört haben, 5G und Co., dann werden wir es auch mit eigenen Kräften schwieriger haben, etwas zu tun. Also wir müssen aufklären, wir müssen Entscheidungen treffen, aber wir müssen eben auch was tun, wir müssen in die Handlung kommen. Ja, und wenn es eine Gemeinschaft schaffen kann, dann seid es ihr, weil ihr seid doch eine Gemeinschaft, oder? Bleiben wir nochmal bei Finanzen und Geld stehen, da hatten Sie ja schon einiges angesprochen. Was ist da heute schon möglich? Wie weit soll das denn sich weiterentwickeln beim Thema Finanzen und künstliche Intelligenz? Gute Frage, da kommen wir jetzt auch ganz aktuell vielleicht zum Thema Bitcoin und Co., Kryptowährungen, Blockchain-Technologie. Die hat sicher gute Ansätze, diese Technologie. Aber es ist eben zum Beispiel bei einer öffentlichen Blockchain ist überhaupt nichts anonym. Edward Snowden hat sie offengelegt, NSA ist in der Lage, alle Protokolle zu lesen und über den ganzen Mining-Computern und die angeblich anonymen Netzwerke, wenn eben Quantencomputer mit KI, die sind ja schon drüber gelegt, man kann also alles dort quasi mitlesen bei einer privaten Blockchain. Meinetwegen, wenn eine Bank eine eigene Währung rausbringt, mag das noch anders sein. Aber im Prinzip wäre man da auch ziemlich veräppelt. Und man kann natürlich, wenn man Geld investieren möchte und spekulieren, kann man das schon tun. Ich warne dort eher davor. Ich hatte das ja schon im Frühjahr diesen Jahres in der Zeitschrift Raum und Zeit in einem sehr kritischen Artikel veröffentlicht. Und da muss man einfach bewusst überlegen, was passiert da wirklich. Und das meiste, was in dem Bereich passiert, ist ohnehin Betrug. Also 80% aller Projekte im Bereich Kryptowährungen sind auf Betrug oder Schneeballsysteme ausgelegt. Da kommt die menschliche Gier eben auch noch entsprechend hinzu. Und eine Kryptowährung, die beispielsweise an Bedeutung gewinnt, wie Bitcoin, wird dann sofort ein Warenterminkontakt, Future-Optionen an den Warenterminbörsen eingeführt. Dann gibt es eben keine freien Kurse mehr. Dann gibt es eben auch entsprechend wieder die Kursmanipulationen mit Computerverkäufen, Leerverkäufen. Dann wird wieder der nächste Crash ausgelöst. Das wird aber nicht zufällig passieren. Das macht man ja immer ganz bewusst. Also freie Märkte, freie Börsen und dergleichen gibt es eben nicht. Und das ist mit den bisherigen Computertechnologien ja schon schlimm genug. Aber eben mit Quantencomputer und KI wird es eigentlich dann uns noch die letzten Cent quasi kosten. Also keine ganz schöne Entwicklung in dem Bereich. Und deshalb möchte ich auch da ein bisschen kritisch mich äußern zum Thema Kryptowährungen. Jetzt kann man sich ja auch bei diesem ganzen Thema mit der künstlichen Intelligenz vor allem oder auch diesem Transhumanismus-Gedanken sehr viele Querverbindungen erstellen zum Thema vielleicht Militär, zum Thema Bildung oder RFID, 5G, zu den ganzen Technologien. Was sehen Sie da für Verbindungen, die alle damit zusammenhängen mit dieser Intelligenz? Ja, da gibt es eine ganze Menge und auch da sind nicht alle Verbindungen wirklich schön. Wir müssen uns mal vor Augen halten, das hat ja auch der Herr Engendahl schon recherchiert und auch viele andere Professoren und Wissenschaftler in den USA. Also die amerikanische Nation, die USA, sind etwa mit 20 Billionen Dollar verschuldet. Und genauso viel, nämlich auch 20 Billionen Dollar, sind in den letzten Jahren in sogenannte Black OPs gegangen, die sind einfach verschwunden. Also die wissen nicht, wo 20 Billionen Dollar sind, die sind einfach futsch. Also die sind aber jetzt nicht verloren, keine Angst, sondern die sind eben auch in gewisse Dinge hineingeflossen. Und wir müssen leider auch anerkennen, dass die Technologie, die uns heute
als Menschheit quasi moderne Flachbildfernseher oder das Smartphone als Neuheit präsentiert wird, ist oftmals im militärischen Bereich ja schon einige Jahrzehnte im Einsatz. Und es ist zu befürchten, dass man dort im Militär mit dem Bereich KI und dergleichen schon wirklich sehr, sehr weit ist. Von anderen Themen wie geheime Weltraumprogramme und die ganzen Ruinen auf dem Mars möchte ich heute jetzt nicht beginnen, aber es hängt halt alles zusammen. Das ist ja nicht so, ich habe hier ein Problem identifiziert, das ist jetzt meinetwegen die KI oder 5G. Wenn wir das lösen, ist alles gut. Wir müssen quasi den ganzen Kuchen betrachten und wir werden halt quasi durch das Lügenministerium, das jetzt vielleicht auch noch geschaffen wird, der Herr Salvini hat es ja neulich im Europäischen Parlament seinen Kollegen da um die Ohren gehaut, dass man jetzt ein Propagandaministerium eben noch erschaffen will und eine Art Gedankenpolizei. Also ich finde, das ist ein sehr mutiger Mann, dass der das einfach mal öffentlich ausspricht, damit vielleicht noch mehr aufwachen. Also das ist eigentlich ziemlich krass, wie weit man dort ist. Und deshalb gibt es ja auch diesen Medienkrieg, diese ganze Schlacht, die ganze Diffamierung. Ich meine, nachdem ich im November hier war auf der AZK 14, hatte ich dann Ostern dieses Jahr eine große Vortragsreise in der Schweiz hervor. Und dann hat in der Basler Sonntagszeitung ein Schweizer Top-Journalist einen ziemlich komischen Artikel über Ivo Sasek und mich geschrieben, worauf mir dann die Vortragsreise abgesagt wurde. Der Bayerische Rundfunk hat letzte Woche wieder zwei einstündige Sendungen über mich und meine Friedensarbeit unter anderem gemacht und hat mich da in einem Atemzug mit dem Anders Breivik, dem Massenmörder, genannt. Also wie gefährlich sind denn esoterische Spinner so ungefähr? Also es wird mit allen Methoden und Mitteln dort gearbeitet, aber ich kann euch eins versprechen, mich stoppt einfach keiner. Super. Ja. Davon abgesehen, ich brauche euch, weil nur gemeinsam werden wir es schaffen. Genau. Ja, super, vielen Dank. Und wenn ich jetzt dran denke, man hat uns jetzt schon über die Medien präsentiert, dass es jetzt schon künstliche Intelligenzen gibt, die schon menschenähnlich sind, Emotionen imitieren können und sowas in die Richtung. Und wenn man davon ausgeht, das ist alles irgendwie, die Militärs sind da schon 10 Jahre oder Jahrzehnte lang voraus. Ja, natürlich. Also es ist so, es wird ja heute viel diskutiert und wird uns gezeigt, diese sogenannte Sophia zum Beispiel, also ein Roboter mit KI, der hat jetzt vor kurzer Zeit in Saudi-Arabien die Staatsbürgerschaft bekommen. Und die ist also vor drei Jahren schon mal vorgestellt worden, da hatte die eine Perücke auf und da sind die Menschen so geschockt gewesen, dass man sie fast verwechselt hat mit einem echten Menschen, dass man die seitdem wieder ohne Perücke auftreten lässt und mit einer relativ schlechten Hautoberfläche. Aber es ist eben so, wir kriegen da viele Informationen, dass eben schon zigtausende, wenn nicht hunderttausende wirklich rumlaufen. Das wird dann in Städten beobachtet, da gibt es Menschen, die gehen Montag bis Freitag um 8 Uhr aus dem Haus, kommen um 18 Uhr wie in Uhrwerk wieder nach Hause und von 18 Uhr abends bis 8 Uhr morgens hörst du keine Toilettenspülung, kein Essensdampf aus der Küche, also keine Gerüche, keine Waschmaschine, kein Fernseher läuft, kein gar nichts und das geht 5 Tage die Woche. Und da fragt man sich schon, was ist da los? Ist das ein Mensch? Ist es was anderes? Ist es vielleicht ein Cyborg? Wie auch immer. Das gilt einfach zu prüfen. Und da ist man uns schon viel, viel weiter voraus, als man uns eben immer wieder auch entsprechend präsentiert. Also trau, schau, wem ist auch hier wieder die Devise. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir eben da nicht nur mit dem Kopf analysieren, sondern wir müssen wirklich auch in die Intuition, in den Herzverstand auch gehen. Und wir haben ja da diesen Ratio, ne, diesen Verstand, der ist immer wie so ein deutscher Schäferhund. Ne, also der, wenn irgendwie was entdeckt, der Hund, da drüben grümelt, zack, ist der drüben, frisst es und düst hier rum und macht die Halle verrückt, wenn hier ein Hund frei laufen würde, der nicht erzogen ist. Und so ist auch unser Verstand. Und deshalb müssen wir zu unserem Verstand manchmal wie zum Schäferhund sagen, Sitz. Also ab und zu Sitz sagen, dann hat er auch da zu sitzen und dann haben wir ein bisschen Ruhe und können atmen, können spüren, Bauchgefühl, Herzintuition und das in Verbindung mit unserem Verstand. Dann sind wir gut aufgestellt, auch positive Dinge zu kreieren und das ist die gute Nachricht des Tages, kann keine KI. Das können die nicht. Sehr gut. Schön zu hören, ja.
Ja, auch gerade Deutschland ist ja eine der Länder, die sich da als Ziel gesetzt haben, zur Weltspitze zu gelangen mit KI. Da gab es jetzt am Donnerstag im Bundestag eine Abstimmung, wo sie besprochen haben, wie viel Milliarden letztendlich in die künstliche Intelligenz investiert werden sollen. Können Sie uns da den aktuellen Stand erzählen? Ja, also da scheint die deutsche Regierung wie in vielen anderen Themen ein bisschen wieder von Panik eben auch getrieben zu sein. Denn man weiß natürlich, dass man den Anschluss im Bereich KI längst an die USA und vor allen Dingen an China verloren hat. Und jetzt versucht man eben mit ein bisschen Aktionismus der Bevölkerung wieder zu zeigen, da geben wir jetzt Geld aus, da entstehen neue Jobs und so weiter. Und da berät man, soviel ich weiß, hat man noch nichts Finales eben entschieden, aber dafür, wo man die Menschen kontrollieren kann, sprich für KI, gibt man immer gerne Geld aus im Bildungssystem oder gesundheitsfördernden Themen schaut es dann eben auch wieder ein bisschen anders aus. Also man ist dort dabei und versucht ein bisschen aufzuholen, aber ich denke, da stehen die Chancen eben ganz, ganz schlecht. Aber man muss diese Beruhigungspille natürlich der deutschen Bevölkerung geben, weil eins ist auch ganz klar, wir hatten über Auswirkungen ja schon gesprochen und es werden in den nächsten 15 Jahren durch KI 50% aller Jobs einfach nicht mehr existieren. Also das macht mich jetzt nicht so traurig, dass das erstmal auch vor allen Dingen Steuerberater betrifft, Anwälte betrifft. Das ist jetzt nicht so schlimm erstmal. Das Blöde daran ist, dass den Job halt dann die KI macht. Es gibt von IBM ein System, das heißt Watson, da kannst du deinen Rechtsfall eben eingeben, dann kriegst du ein Gutachten bis zur Prozessstrategie und kannst damit quasi vor Gericht gehen und brauchst keinen Anwalt theoretisch mehr. Und die müssen sich halt dann was anderes überlegen. Positive Auswirkungen sind vielleicht, dass der Arztberuf sich dahingehend verändert vom Hausarzt, der muss wieder nach Hause zu den Menschen fahren, um mal zu verstehen, warum ist er eigentlich depressiv. Und wenn er das zu Hause sieht, das Elend, dann versteht er den Patienten vielleicht auch ein bisschen besser. Also es werden sich viele Berufe verändern, aber es wird die Hälfte der Jobs eben wegfallen. In China haben wir die Firma Foxconn, das sind die, die die Geräte für Apple eben bauen. Die haben durch Roboter und KI schon 60.000 Jobs ersetzt. Dann Hitachi ist auch ein japanischer Konzern, die verschicken ja viel elektronische Ware rund um die Welt. Die haben also riesige Warenlager, so ähnlich wie Amazon, die quasi dann hier die Dinge packen und verschicken im Warenlager auch umeinander transportieren. Und diese Lageristen dort, also die Menschen, die dort arbeiten, haben bereits eine KI als Vorgesetzten. Also kein Mensch, sondern im Lager bei Hitachi ist KI der Boss. Also schon ziemlich krass, finde ich. Und gerade in dem Zusammenhang, wir haben jetzt vorhin auch davon gehört, dass ja die Bevölkerung reduziert werden, dass es dorthin gehen kann. Sehen Sie da auch diese Verbindung, wenn jetzt hier Menschen schon ersetzt werden durch Maschinen? Wozu braucht man dann die Menschen noch oder wo ist da der Weg? Ja, absolut. Also es gibt ja von Georgia Guidestones bis verschiedene Webseiten, wo man sogar genaue Zahlen nachlesen kann, um wie viel in welchem Land eben die Bevölkerung möglichst reduziert werden soll bis zum Zeitpunkt X. Und die Sophia zum Beispiel, über die gerade gesprochen haben, die gibt in Interviews eben dann so Statements ab, wie sie will eben gern zur Schule gehen, sie will einen Abschluss haben, sie will eine Firma gründen, sie will eine Familie haben, sie will dieses, die will jenes, die will quasi ein menschliches Leben führen. Und die Vordenker der transhumanistischen Bewegung, die sagen dann, natürlich werden so Roboter mit KI wie Sophia, die werden dann Ängste haben, weil sie nicht ganz menschlich sind. Und diese Ängste werden dann von Cyber-KI-Psychiatern, werden die dann therapiert, also in sich selbst regulieren sozusagen. Also für mich ist das alles völlig abgefahren und eben alles andere ist menschenfreundlich. Ich meine, wir haben jetzt nur Zeit, hier mal einen groben Einblick, einen Überblick zu geben. Aber bei all dem, was jetzt gerade läuft, da könnten wir jetzt auch ein bisschen den Mut sinken. Aber was sind denn so Ihre Ansätze? Was passiert denn auch, was in die Gegenrichtung geht, was man irgendwo auch positiv betrachten kann? Ja, also da möchte ich ganz gerne vielleicht noch die Gelegenheit nutzen, über ein paar, sage ich mal, eigene Ideen, wie ich damit umgehe, über Lösungen zu sprechen, weil ich möchte jetzt nicht sagen, ich sitze hier und habe eine Lösung und das müsst ihr alle machen. Ihr müsst schon selber entscheiden, was ihr macht. Hauptsache, ihr macht etwas Positives zum Wohle aller. Und ich habe so eine kleine Auflistung meiner Aktivitäten eben mitgebracht. Und im Prinzip, wir haben es vorher schon mal gehabt, wir müssen uns zusammenrotten. Professor Mausfeld sagt es in seinen aktuellen Interviews,
die einzige Lösung in seinem Vortrag, warum schweigen die Lämmer? Wir müssen uns zusammenrotten. Das heißt nichts anderes wie Gemeinschaft bilden. Das beschreibt Ralf Otterpohl in seinem Buch Das neue Dorf. Schließt die Kreisläufe, hört auf, den Planeten zu vergiften. Wir müssen, also sagen wir mal, was heißt wir müssen? Ich will sagen, ich habe den globalen Krieg gegen die Umwelt beendet. Ich habe den globalen Krieg gegen die Pflanzenwelt beendet. Ich selbst habe den Krieg gegen die Tierwelt beendet. Also das sind alles Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe und ich versuche das immer, wenn es irgendwie geht, zu 100% in meinem Alltag zu berücksichtigen. Wenn ich zum Beispiel zum Vortrag nach Berlin fahre, ich weiß, dass es am Kiosk im Bahnhof dort kein Wasser in einer Glasflasche gibt, aber ich gehe jedes Mal an die Kasse und frage, habt ihr Wasser in der Glasflasche? Dann sagt er, nee, sage ich, warum? Also ich versuche einfach meine Wahrheit in das Herzen dieses Menschen zu transportieren und ich hatte das auch an einem anderen Kiosk erlebt, da hat jemand eine Zeitschrift, die ich gekauft habe, abkassiert und ich habe gemerkt, da ist irgendetwas. Dann haben wir uns in ein kleines Gespräch begeben. Am Ende des Gesprächs hat er seinen Job dort gekündigt und geht seiner Berufung nach. Also wenn man diesen Impuls setzen kann, man, dann haben wir eine Chance, oder? Ja. Und eins wäre mir jetzt vielleicht noch ganz wichtig bei meinen Lösungsthemen. Also zum einen beschreibe ich ja in meinem Buch auch im Kapitel 4 und 5 diesen Komplex der smarten Diktatur, wo die Technologie uns im Finanzbereich dort überall hinbringt, aber ich beschreibe eben auch das Ubuntu-Prinzip in meinem Buch. Das ist einfach eine Welt, die wir kreieren können nach einer Philosophie von Michael Tellinger aus Südafrika, in der wir alle in Frieden, Freiheit und Fülle eben leben können. Und dazu brauchen wir noch nicht mal ein Geldsystem. Und es beginnt in Millionen von kleinen Zellen. Weltweit hat diese Bewegung längst begonnen. Wir müssen ganz wichtig dabei berücksichtigen, das 7-Generationen-Denken. Das müssen wir auch unseren Politikern beibringen, wenn denen überhaupt noch was beizubringen ist. Also wir dürfen keine Entscheidung mehr treffen, wo wir nicht sicher sind, dass es auch für in 7 Generationen noch eine gute Entscheidung war. Also auch die Demokratie kann man aus meiner Sicht völlig abhaken. Zum einen schreibt man es meistens mit E, das ist an sich schon bedenklich. Und zum zweiten ist eine Demokratie nichts anderes wie eine Diktatur einer Minderheit über eine andere Minderheit. Also ich würde eher für eine Soziokratie gehen mit Elementen der Kreiskultur. Da kann die Opposition nicht immer nur rumnölen und sagen, ja, ihr habt ja keinen Plan. Kaum sind die dran, geht es genauso weiter. Also es ändert sich nichts in der Politik. Übrigens, wenn Wahlen was bewirken würden, wären sie nicht erlaubt. Also wir müssen es selber machen und wir sollten uns eher an soziokratischen Prinzipien orientieren. Das war so ein Ausschnitt aus meinem Lösungsweg, den ich selber eben gehe. Ja, vielen Dank. Ja, künstliche Intelligenz, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden drüber sprechen. Die Zeit ist jetzt langsam leider vorbei. Möchten Sie zum Abschluss noch etwas uns mitgeben, Zuschauern mitgeben? Ja, also das sehr gerne noch. Danke für die Gelegenheit. Also wer mich ein bisschen kennt oder meine Arbeit verfolgt, weiß, dass mein größtes Herzensthema eben die Friedensarbeit ist. Und von daher möchte ich ganz kurz über die Friedenskonferenz noch sprechen, die Ende nächsten Jahres am 21. Dezember in München stattfinden wird mit etwa 1000 bis 1200 Gästen. Dort werden wir mit Dr. Daniele Ganser, mit Dr. Vandana Shiva, mit Armin Risi und noch ein paar anderen weltweit sehr bekannten Persönlichkeiten einen Tag gestalten, der für Frieden ist, wo wir ein Friedenskommuniqué veröffentlichen werden, das in die wichtigsten Sprachen übersetzt werden wird. Das wird allen Regierungen übergeben werden, das wird allen NGOs übergeben werden. Also wer das nicht mit unterstützen kann, ist klar, steckt vielleicht eine andere Absicht dann dahinter. Und es wird insgesamt eine Art Friedensfest werden. Das ist eine Konferenz, da können alle mitmachen. Es gibt ein Friedenskonzert. Also das wäre mein größter Lohn für heute, wenn wir uns wiedersehen in München am 21. Dezember bei der Friedenskonferenz. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Der Mann überrascht mich immer wieder. Ich weiß nicht, komme ich gerade oder gehe ich gerade? Völlig was Neues wieder, oder? Natürlich, man hört schon am Rande davon, aber wie tief das geht.
Aber das, was mich am meisten jetzt anspricht an Lösung, wir brauchen einander wieder, oder? Genau. Eben apropos Apostel, ich habe heute Morgen für die erst später gekommen sind, erklärt, wie der ORF 2, also spezifisch der Hugo Stamm, mich vermiest, indem ich behaupten soll, ich sei der einzige Apostel auf der Welt, der letzte, und außer mir gibt es niemand mehr. Ich würde sagen, ich habe schon erklärt, Apostel bedeutet Gesandter. Ich bin überzeugt davon, ein Gesandter zu sein, da gebe ich zu. Aber ich bin auch überzeugt, dass ihr alle Gesandte seid. Ja? Ihr seid die Apostel für diese Zeit, oder? Ja, so ist es. Ja. Danke, genau. Gesandten, oder? Ja, vielen Dank. Bitte.